Deck, hier ist GamesTTO, hallo. Und jetzt holen wir uns natürlich den nächsten Glühwein. Viel Spaß mit Video, guten Hunger, wenn du gerade am Essen bist. Und genieß einen Tee, Kaffee, was auch immer. Und genieß auch dieses Video. So, wir holen jetzt uns einen Klangriver. Um Klangriver zu besorgen, müssen wir in Zepfons Reich gehen. Das ist komische Spinnkreatur auf jeden Fall. Da war es sogar schon. Nee. Hier ist es sogar schon. Gut, gehen wir da durch. Gehen wieder in materielle Welt rüber. Und auf geht's, will ich mal sagen. Wie du siehst, man kann jederzeit zu vorigen Orten zurück, um irgendwas freischalten zu können. Nachdem wir ja davor irgendwas freigeschaltet haben. So. Opa. Opa, tut mir leid. Ich wusste nicht, dass ihr so aggressiv seid. So. Übrigens, jetzt weiß ich auch warum. Was wollte ich sagen? Jetzt weiß ich auch warum, nachdem wir diese große Orgel da gespielt haben, geläutet haben, dass da unten Vampire gestorben sind. Tatsächlich, von Lore her, wurde das Ganze von Menschen erbaut. Und genau dieses Musikstück, oder diese Orgel, vernichtet die meisten Vampire, deshalb sind die da auch gestorben. Das ist wie so ein Easter Egg, gewesen. So, allerdings. Okay. Ich wollte gerade sagen, habe ich den Weg vergessen. Also ich habe ich den Weg sogar vergessen. Okay. Ich glaube, ich habe den Weg wieder gefunden. Also von unten kamen wir eigentlich. Wir müssen ganz runter. Um genau zu sein. Warte, lass mich kurz umschauen. Müssen noch weiter runter. So, da ist ein Durchgang, da wollen wir hin. Und da kam ja von Anfang an. Hoppa. Von hier. Quasi. Kann ich hier auch kurz zeigen. Oder auch nicht. Auf jeden Fall, wir kamen von da. So. Der Punkt war ganz oben. Wir müssen aber hier runter tatsächlich. So, durch diesen Gang. Na, Klangklöwe. Ich glaube, der tut auch nur betäuben. So. Nachdem wir einen komischen Kind vom Turell vernichtet haben, haben wir diesen Telekinese gelernt. Und jetzt können wir hier tatsächlich auch durch. Jawohl. Da geht's einfach runter. Nur ganz klar in spektrale Welt können wir hier nur rüber. Der geliebte Vampir ist da. Denke mal, wir lassen den in der Welt. Als Seele. Damit er einfach nicht zurückkommt. So, Symbol siehst du auch schon? Oh, hier ist noch eine. Oh, der andere hat sich Seele anscheinend geholt. Na gut, dann saugen wir den aus. So, so sieht das Symbol aus. Dann
Und dann Klangglöwe. Dann lassen wir uns zurück verwandeln. Was wir brauchen, ist auf jeden Fall diesen komischen Stab da. Damit läuten wir dann. Was uns so. Also, wir läuten damit ein Objekt, was uns so Klangklöwe führt. Natürlich, wenn ich natürlich bessere Sichtweite hätte, wäre es einfacher. Denn das Ding ist, hier kommen wir nicht rüber. Jetzt gehen wir nur in spektralen Welt, dann verzerrt sich alles wie immer. Aber wir können das Ding nicht mitnehmen in spektrale Welt. Deshalb werfe ich es einfach rüber. Auf gut Glück. Und war ungefähr geradeaus. Irgendwas haben wir kaputt gemacht. Ja, da war auch so ein Glas. Und wir leider wegen Sichtweiten nicht sehen hier. Hier gehen wir wieder in spektrale Welt drüber. Jetzt müssen wir nur unsere Werkzeug wiederfinden. Tag. Hier haben wir die Glocke. Allerdings weiß ich jetzt nicht, wo wir unser Instrument hingeschmissen haben, unseren Schlagzeug. Ja. An sich kommen die nicht wieder zurück auf ihre Ausgangsposition. Ach, da ist er. Okay. Alles klar. Versuchen wir denn mal von hier hochzuschmeißen. Ah, ah. Weg. Mehr Abstand. Denkt man, das hat funktioniert. Wir sehen uns gleich oben. So, wir sind schon nah am Ziel. An den Nischen hier an Seiten gibt es leider nichts, außer ab und zu mal Magiepunkten. So, da ist unser Schlagzeug. Dann holen wir uns den. Gut, dass der nicht durch Textur gefallen ist. Denn wir brauchen den. Ohne den geht's gar nicht. Da ist unsere Klangglöwe. Und das Ding, das können wir wegwerfen, das brauchen wir nicht mehr. So, auf geht's. Testen wir mal das Ding aus. Warum auch nicht? Ich will nur wissen, ob man hier auch durch kann. Anscheinend nicht. Erstmal runter.
Tag. Ich wüsste, wo hier nochmal Portal war. Wir sehen uns gleich wieder. So, Portal habe ich schon mal entdeckt. Jetzt haben wir schon einen Vampir irgendwo in der Nähe. Ich glaube, der ist in der Tür. Ah, nee, hier ist einer. Dann lass mal testen. Na, tut einfach auch nur betäuben und wir können sie so vernichten. Übrigens, da wir gerade Riva haben, will ich das nochmal mit dem Stein Riva austesten. Weil es keine Schnelltaste es gibt. Nein, das war falsch. Ich will sehen, wie der Vampir ein Stück kürzer fällt, weil das davor nicht geklappt hat. Dazu brauchen wir ein Portal da erstmal. Und wir brauchen einen Vampiren. Da ist einer. Jawohl, mit Riva geht das. Genau das wollte ich sehen. Verschwinde. So, bisschen liken, abonnieren, kommentieren, Meinung schreiben. Weiterempfehlen auch bitte. Und bis zum nächsten Glühwein. Der nächste Glühwein wird der Feuerglühwein sein. Und zum Schluss, das ist der umfangreichste Glühwein, der Sonnenglühwein. So, bis später dann. Haut rein.